Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ein Königreich von Nama. Ja, meine Abwesenheit war jetzt ein bisschen länger als gedacht. Weil das ist ja Mittwoch. Und ja, ich hatte ja. Am Montag hatte ich echt keine Lust, was aufzunehmen. Weil ich erst um 7 Uhr vor der Arbeit noch rausgekommen bin. Und gestern Dienstag war es so, dass ich aufnehmen wollte, aber irgendwas hat nicht ganz gestimmt. Und ja, da hatte ich halt ein kleines Problem mit der Aufnahme und so, weil die Tonspur hat es irgendwie überspielt oder Was so steht irgendwie heute und an? ja, konnte ich also praktisch komplett darauf vergessen, dass ich was aufnehme. Und ja, habe ich gedacht, ja, probieren wir es heute. Ein Bulletin wollte ich nicht unbedingt posten, weil sonst, ja, die meisten lesen sowieso keine Bulletins, weil es immer umschalten musst. Und ja. So habe ich mir gedacht, warte ich noch einen Tag und dann wird schon passen. Und ja. Aber weiter geht's hier natürlich. In Innenstadt Kapitel 3, wo wir ja die lustigen kleinen Rätselchen machen müssen. Oh, jetzt hätte ich mich fast wieder erwischt. Das wäre nicht so toll. Aua. Und ja, Wellnessurlaub war klasse. Also, wir hatten jede Menge Spaß. War sehr schön. Also ich kann es jedem empfehlen, also wer in Österreich wohnt, fahrt nach Geimberg, schaut euch das an, also das ist herrlich. Ja, aber zurück zum Spiel. Wir sind ja so gut, naja, so gut wie am Ende kann man auch nicht sagen. Es sind schon noch einige Level dabei, die wir machen müssen. So, irgendwo muss es ja dann noch ein paar Münzen geben. Oh! Teufelslama! Du. Ich hab's schon wieder verschrien. Teufelslama! Was? Ich bin noch runtergesprungen. Aber wenigstens haben wir wieder Musik, das ist mal toll. Din, 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 din. Kuss, Kuss, ein Teufelslama und er holt sich jetzt hier die. Was? Ich war doch. Ich wollte gerade sagen, ich war doch schon noch unten. Ich glaube, das Spiel will mich hier ein bisschen verarschen. So habe ich das Gefühl in meinem Magen. Und jetzt dreh dich um, du. Doofe Wache, denn ich will da jetzt einfach weitergehen, um da weiterzukommen. Oh, ich habe gerade jemanden Skype angeschrieben. Das kann nur mein guter Freund. Wow, ja. Ja, das war so knapp. Das kann nur mein Freundchen Mo gewesen sein. Und ja, werde ich kurz nachschauen und dann bin ich gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Und es war nicht Mo, es war der Backstage Pass. Hiermit liebe Grüße an einen Backstage Pass. Din, din, din. Di, 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 di. Aha. Das bewegt einfach seinen Kopf so lustig. So. Teufelslama! Nein, hier gibt's kein Teufelslama. Hier gibt's nur Couscous-Lama. Couscous-Lama! Boah, das war knapp. So, jetzt muss ich irgendwie schauen, dass ich da durchkomme, ohne dass mich irgend so ein Vieh sieht. Nein! Aber wenigstens haben wir die Münze. Und das Teil steht schon oben, das heißt, ich muss hier nicht mehr durch. Ich brauche hier nur noch mehr nach oben zu hüpfen. Toi, toi, Teufelslama!
Toyviertler! Cusco. Oh ja, ich Cusco. Cusco die Cusco. Du, 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 du. Aha. So, aber jetzt haben wir es geschafft. Endlich. Din, 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 din. Tja, tja, tja. Der Ex-König ist zurückgekommen, um Ansprüche auf seinen Thron zu erheben. Ja, das ist richtig. Vergiss nicht, ihn beim Rausgehen abzuwischen, Isma. Deine Schreckensherrschaft ist vorbei. Ich frage mich, wie viele Untertanen ein Lama wohl gewinnt. Nicht viele, nehme ich an. Ich weiß nicht. Das ist immer noch besser als eine abscheuliche, widerliche Frau auf meinem Thron. Da hast du vollkommen recht. Wie absurd. Ein sarkastisches Lama, das sich für einen König hält. Isma, der ist der König. Genug geplaudert, Isma. Jetzt wird's ernst. Jo. Lamas first. Okay. Wenn du mir schon das erste anbietest. Also Isma schmeißt hier wieder ihre Bonbons, kann man sagen. Und wir müssen da dieses Teil da oben herunterbringen, um praktisch so eine Art Brücke zu bauen. Und leisten kann man sich zweimal oder dreimal getroffen zu werden. Aber hier sind eh rundherum immer diese Gesundheitsdinger. Also relativ viel schief gehen kann nicht. Außer man übersieht mal, dass Isma was schießt. Also wie gesagt, zwei, dreimal werde ich es mir leisten. Weil es manchmal wirklich unübersichtlich ist, wann Isma schießt. Nein, jetzt habe ich das Falsche runtergeschossen. Verdammt, jetzt muss ich das wieder hochbringen. Und da muss ich es nochmal runterschießen. Toll. Danke, Isma. Nein! Jetzt habe ich das auch wieder hochgeschossen. Meine Güte, ey. Isma, geh kacken. So, ich brauche wieder etwas Auffrischung, damit wir weiterkommen. Also ihr seht, es ist nicht gerade leicht. Man stellt sich ein bisschen leichter vor, aber so ist es nicht. So. Wenn sich Cusco nicht immer so umdrehen wird, das ist kacke, jetzt mag ich nicht. So, das ist jetzt ganz unten. Das nicht. Jetzt schieße ich es wieder hoch! Warum zum Teufel? So, ich brauche wieder Leben. Ach, Cusco. Manchmal nervst du mich. Schaust immer in die falsche Richtung. Immer. Das ist jetzt wieder ganz herunten. So, jetzt haben wir jetzt schon zwei. Jetzt will ich aber da nicht mehr raufgehen. So, einmal. Noch einmal. So, das war jetzt knapp. So, jetzt glaube ich, muss ich zweimal schießen. Nein, das Falsche! Geh wieder hoch. Zu deiner Mama. Einmal, das einmal, das auch einmal. Nein! Leute, ich fehl gerade ziemlich ab, ey. So, einmal. Und jetzt auffrischen und nach oben. Das habe ich eh schon wieder 10 Minuten vergeudet. Auf diesen Kack hier. Cusco. Mann, manchmal hörst du wirklich nicht auf mich. Das ist nicht toll, was du da machst. So. Du hast vielleicht deinen Thron zurückgewonnen, Cusco.
Tja, das werden wir schon sehen. Dann werde ich mir schon holen. Isma, Baby. Was gibt's da zu lachen? Ich hau dir gleich eine rein. Du wirst schon sehen, Isma. Du bleibst jetzt schon hier. Okay. Nix wie nach. So, hier können wir, glaube ich, eh nur da rein. Gut. Oh, Pacha, hallo. Jetzt, wo du deine Thronsaal wieder für dich hast, brauchen wir dich nur noch in einen Menschen zurückzuverwandeln. Okay. Sag mal, wie kommt es, dass du nie da bist, wenn ich in großer Gefahr bin? Tja, das habe ich mich schon oft gefragt. Ich möchte mich nicht in Dinge einmischen, die mich nichts angehen, Majestät. Ja, ja, Pacha, volle Ausreden. Ja, dann müssen wir ihn halt holen, oder? Aber wie werden wir sie kriegen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich kenne schon einen geheimen Zugang zu den Katakomben. Einfach mir nach, ich weiß schon, was zu tun ist. Okay. Ich weiß nicht, ob ich dir ganz vertrauen kann, Cusco. So. Nein, ich will jetzt mal nicht speichern. Speichern wollen wir diesmal nicht. Immer muss ich ja nicht speichern. Ich habe ja eben meine Safe States. Sag mal, warum hat sie diesen Hebel überhaupt? Oh. Das Hinauslehnen während der Fahrt ist verboten. Tja, und herzlich willkommen in den Katakomben. Ein sehr, 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 sehr tolle Sache, wie ich finde. Also die haben sich die Entwickler wirklich was einfallen lassen. Cusco und Pacha hier in solch einen Teil hineinzusetzen und einfach zum Fahren zu bringen. Also hier kommt es teilweise schon ein bisschen auf das Geschick drauf an. Und ein paar kleine hinterlistige Fallen sind auch eingebaut, aber das werdet ihr im Laufe dieser Fahrt jetzt schon gleich erleben. Und zwar zum einen hier gleich mal diese Sprungpassage, um hier alle Münzen zu bekommen, beziehungsweise den Vampir hier. Oh. Ja, genau, das meine ich. Wenn man sich einmal ein bisschen verklickt oder einmal falsch fährt, dann hat man das Problem, dass man runterfällt. Und schaffe ich das noch in 2 Minuten? Mal schauen, also als Kind, wie ich noch klein war, habe ich diese Passage gehasst. Sich und meine Schwester sind da ewig lang dabei gesessen. Nur um in den Katakomben voranzukommen. Aber es ist wirklich ein tolles Minispiel, muss ich sagen, hier Cusco und Pacha zu lenken und ja, es macht auf jeden Fall mir jede Menge Spaß. Und ist auch ein bisschen abwechselnd zum normalen Spielealltag, muss ich sagen. So, die eine Münze hier lasse ich jetzt diesmal nicht liegen. Wenn ich schon verkackt habe. Und hier! Hier gibt es einen Trick. Und zwar dreht einfach den Controller um, dann könnt ihr ganz normal weiterlenken. Sind auch früher, haben wir natürlich lange gebraucht, bis wir da drauf gekommen sind. Aber ja, wir haben es versucht, mit Spiegelfenster, also ins Fenster zu schauen und ins Spiegel zu gucken und ja, hat nicht so richtig geklappt, bis wir drauf gekommen sind. Ja, wir können ja den Controller umdrehen. Dann ist links wieder links und rechts wieder rechts. Und ja, so ist das eigentlich am einfachsten zu meistern. Und jetzt geht's ab in den Katakomben Kapitel 2. Das ist jetzt wieder ein ganz normales Lauflevel. Nicht wieder so, also keine Sorge, es gibt noch. Das war vielleicht eine Fahrt. Ich mache erstmal eine Pause und
Okay. Ja, ja, die ganze Arbeit bleibt wieder an mir hängen, wie immer. Tja, Pacha ist halt nicht so beweglich wie du, Cusco, das musst du auch wissen. Auf jeden Fall fliegt hier so eine kleine Fledermaus herum. Und die können wir abschießen. Und dann gibt sie uns die Münze. Aber wir machen jetzt erstmal einen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Haut rein und ciao, ciao.